Hast du dich wirklich in Fabio verliebt? Was lief hinter den Kameras mit Fabio? Ey, du hast mir einen Screenshot eben gezeigt, ne? Ja. Gib mir den mal. Also er hat ihr wieder geschrieben, ich sehe es. Ja. Datum und Uhrzeit. Ja. So, Freunde der Nacht, es ist soweit. Ich habe gerade gesagt, hör mal, gegen Modelfigur sehe ich aus wie eine Tonne. Ich bin einfach so hoch wie breit. Da können wir da, oder? Oder? Sag mal nix. Das ist doch so. Hallo, ihr könnt mir das ruhig sagen. Nee. Guck mal, ich hab das echt gefühlt. Nein, Spaß beiseite. Das ist einfach so. Herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Das hat sich spontan entwickelt, aber perfekt entwickelt zur richtigen Zeit. Shirin mit uns heute. Wir drehen 3 Videos, daraus machen wir aber mehrere Teile, dazu kommen wir später noch. Denn sie hat viel zu erzählen gehabt. Sie hat auf ein Video bei mir reagiert, auf Instagram, hat mir die DM geschickt. Und das fand ich dann schon sehr interessant, was sie da mir da gesagt hat und auch so mit ein paar Beweisen belegt hat. Und ich so, interesting. Aber dann habe ich selber mit Patrick hier die Wiedersehensfolge gesehen. Und da war sie ja kurz dabei, kurz nämlich. Und habe mir gedacht so, die Arme konnte gar nicht alles erzählen. Man hat gemerkt, da ist noch viel, viel mehr im Busch. Und ich fand einige Stellen einfach nur furchtbar, da reacte ich im extra Video drauf, denn da werde ich dann noch ein bisschen, also wir zusammen, ne, wir machen die Wiedersehensfolge nochmal im extra Video, denn das sind Stellen, wo ich mir dachte so, was fällt euch eigentlich ein? Also, was lacht ihr so dämlich, waren meine Gedanken? Ich kann das ja sagen, sie ist eine nette Person, nicht so wie ich, so direkt. Ich habe gesagt, was lacht ihr so dämlich? Und auch so, also das hat überhaupt nicht gepasst, weil das, kennt ihr das, wenn man so, ja, lacht, weil man einfach jemanden schlechter darstellen lassen möchte. Und genau das war das. Und das, ihr kennt mich, dann fahre ich den Instinkt aus, den Beschützerinstinkt und denke mir einfach nur so, das ist ungerecht und das müssen wir klarstellen. Gleichzeitig hattet ihr so viele Fragen, als ihr auf Instagram erfahren habt, dass Shirin bei uns zu Gast sein wird, dass ich dann gesagt habe, wir machen ein XXL Q&A und das machen wir heute. Ihr konntet auf Instagram der Shirin alle Fragen stellen. Also zunächst super, dass du da bist. Sie hat den weiten Weg, ist sie gefahren heute und zu uns, um das zu machen. Ganz, wirklich ganz unkompliziert. Fand ich richtig nice und verlässlich. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe erst noch gedacht, ob das stattfindet. Weil ich kenne sie ja nicht so wirklich, aber es ist echt eine, war super Kommunikation und ja, super Gespräch vorab. Ne? Also das muss ich sagen. Danke, deswegen, dass ich hier sein darf. Ja, nee, also das Sprachrohr ist mir wichtig, dass sie das bekommt. Ich habe nun mal jetzt auf YouTube eine gute Reichweite, sodass Person A gegen Person B, nämlich mal Lisa in dem Falle, inklusive Fabio, was sagen kann und was sagen soll. Weil im TV ist es ja oft so, dass vieles geschnitten ist, also gekürzt ist, weil die Sendezeit natürlich immer begrenzt ist. Und hier haben wir so viel Sendezeit, wie wir wollen. Der Jury muss das nur schneiden, aber so kann sie alles erzählen. Und ihr hattet Fragen, die werde ich Shirin jetzt spontan stellen. Sie weiß also nicht, was für Fragen es sind. Ich habe nur 2, 3 gesehen, die sind lustig. Die stelle ich ihr nicht, aber die beantworte ich. Dazu kommen wir dann. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Und alles, was spontan in den Sinn kommt, red einfach frei raus. Wir haben Sendezeit. Quietschen, quietschen, ne? Ja, die quietschen voll. Hört man das im Ton, Jurowski? Ein bisschen, okay. Egal, wenn ihr was quietschen hört, das sind unsere Sessel, nicht unsere Knochen. Ja, ich musste das so ein bisschen umschreiben. Hast du dich wirklich in Fabio verliebt? Fragte eine Mila, gleichzeitig eine Lia Magia, was lief hinter den Kameras mit Fabio? Also, hast du dich wirklich in Fabio verliebt? Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich verliebt habe. Ich habe auf jeden Fall Gefühle gehabt. Ja, das entsteht durch die intensive Zeit halt einfach dort. Und, ja, ihr hattet ja auch viel Spaß, ne? Also, das muss man sagen. Und Alkohol floss, ne? Ja. Das schweißt auch zusammen auch. Ne? Also, da war nichts gespielt. Das war für die Zeit dort auf jeden Fall real, ja. Und die Frage danach auch außerhalb des Hauses. Also, könntest du dir eine Beziehung vorstellen außerhalb des Hauses? Ja, auf gar keinen Fall. Bin ich ehrlich? Nee, ja, auf gar keinen Fall. Also
Dass man dort Gefühle aufbaut, ist halt für mich so normal, weil man eine krasse Zeit hat. Aber für danach wäre er nicht der Mann für mich gewesen, sage ich mal. Einfach, weil ich so viele Aspekte da sehe. Ich würde nicht mit einem Mann klarkommen, der mit anderen Frauen noch was hat. Ich würde nicht mit einem Mann klarkommen, der ja halt so viel lügt. Dein Ding macht, und genau. So. Also das ist dann danach für mich gar nicht so in Betracht gekommen. Das ist ein guter Punkt, den du sagst. Die Frage hätte ich dann nämlich, ich glaube, die interessiert auch einige. Für mich kam das in der Sendung so rüber, dass Fabio ja nur mit anderen Frauen was hat, weil die Malisa ihm manche BIMS-Praktiken nicht bieten kann. Weil würde sie ihm das bieten können, würde er mit anderen Frauen nichts haben. Weil, und dann kam das so rüber, dass du ihm diese Praktiken bieten könntest und deswegen wäre er dir in einer Beziehung treu. Oder was denkst du darüber? Ja, tatsächlich denke ich eher gar nicht, es liegt so krass am Sex. Also ich glaube, unzufrieden ist er schon mit ihr. Das hat er ja auch geäußert, auch vor Kamera und so. Mhm. Das Problem ist eher, dass sie halt optisch 0,0 sein Typ ist. Null. So, und in seiner Freizeit, wo er halt seine One-Night-Stands hat, sehen die Frauen genauso aus wie ich. Die sind schlank, die haben dunkle, lange Haare, die sind teilweise tätowiert. Das heißt, meine Vermutung ist eher, dass er einfach, wenn er so eine Frau hätte, er hat ja auch gesagt, so vom Optischen her wäre ich jetzt, sag mal, seine Traumfrau so. Wenn er das an seiner Seite hätte, dann würde er das nicht mehr brauchen, weil er ja, sage ich mal, sowohl das Aussehen und wenn sie noch einen guten Charakter hat, dann halt wirklich alles hat. Und er holt sich ja nur das bei den Frauen, weil die halt nicht so aussehen wie Junge, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das hat er so gesagt auch. Ja klar, das stimmt auch. Das kommt mir, wo du das sagst, das dämmert. Klar, weil das hat er ja vor den Kameras auch gesagt. Ja. Aber ich bin jetzt mal ein Zuschauer eigentlich. Ich frage gerade eine Frage, die ich mich... Ist das, wenn das zu privat ist, ihm gegenüber? Ich verstehe das aber deswegen. Ich versuche das so zu verpacken, dass wir rechtlich immer uns im Rahmen befinden. Hat er jemals gesagt, was für Praktiken sie ihm nicht bieten kann? Oder ist es tatsächlich nur das Äußere? Nee, also er hat wenn, schon... bevor du es sagst, wenn da welche gibt... Dann bitte nicht sagen, aber sind das wirklich spezielle Dinge? Weißt du davon was, die du nicht erwähnen darfst, aber gibt es das? Oder? Ja, also es gab auf jeden Fall mal einen Moment in der Villa, der wurde aber nicht ausgestrahlt, als er quasi mit seiner Sprache, mit dem, was er gesagt hat und auch ein bisschen so wie Pantomime so, dass man das so zeigt, also mit bildlicher Darstellung, schon so seine Fantasien, sage ich mal, gesagt hat. Es war jetzt aber nicht so schlimm, dass man jetzt sagen würde, das könnte man jetzt mit seinem Partner nicht machen, weil ich finde es ja gerade in einer Partnerschaft wichtig, auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Absolut. Und nicht immer so das ist ja eintönig. Auch, darauf kommen wir auch gleich, genau. Ja. So, also deswegen war jetzt nichts Krasses, wo man jetzt sagen müsste, das kann man mit seiner Freundin nicht machen. Das ist die Hauptfrage eigentlich, die ich die ganze Zeit hatte, die auch hier Juri und Patrick hatte, weil die gucken das ja jetzt auch immer. Weil ich mir einfach vorstelle, was soll denn da so Schlimmes sein? Wenn das so übelst da SM wäre, so übelst krass, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das einige Frauen nicht bieten können. Aber das ist so schlimm. Mehr, ne? So schlimm war es nicht. Nee. Ja, moin. Ja, weil das stellt Malisa so dar, ne? Ja. Also das ist, also deswegen, das ist halt echt so, wo ich mir... Okay, gut, super, next. Was denken sich Frauen dabei, einen Mann haben zu wollen, der schon so respektlos mit seiner Frau umgeht? Ja, wenn man den Job macht, wie jetzt die Verführerin bei Temptation, dann ist das der Job, das zu tun. Und dann denkt man oder hinterfragt man das auch erstmal nicht. Im wahren Leben muss man sich dann selber hinterfragen, warum man einen Mann will, der mit seiner bisherigen Frau so umgeht. Korrekt. Das ist absolut richtig. Die Frage ist hier, hättest du eine Beziehung mit Fabio gewollt, wenn er nach der Show Single gewesen wäre? Nein, okay. Das war so noch der Part. Warum fandest du, es eine gute Frage, Fabio so sympathisch in der Villa? Also was hat dich wirklich, was sind seine positiven Charaktereigenschaften, wovon wir vielleicht nicht viel mitgekriegt haben? Also ich bin der Meinung, dass, also ich hätte ihn jetzt auf der Straße, sage ich mal, nicht angesprochen so, vom Optischen her, obwohl ich da auch keinen bestimmten Typ Mann habe, aber er hat jetzt nicht so diese Ausstrahlung direkt, wo ich sage, boah, wow, muss ich jetzt irgendwie kennenlernen. Aber ich finde, ein Menschen macht es von innen heraus schön, also nach außen hin, wenn man halt viel Zeit mit dem Menschen verbringt, die Seite des Menschen kennenlernt, man zusammen viel lacht, man zusammen viel erlebt, wir hatten ja auch immer die Dates zusammen und haben auch in der Villa immer 24/7 miteinander zusammen geredet, Essen gemacht, gechillt. Und das macht dann einen Menschen automatisch nach außen hin attraktiver. Er ist jetzt, sage ich mal, so vom Grund auf ist er ja auch kein hässlicher Mann. Er ist ja schon attraktiv, kann man so, schon so sagen. Aber
in der Villa war er dann interessant für mich, weil ich einfach so viel Zeit mit ihm verbracht habe und wir uns gut verstanden haben. Mhm. Ich glaube schon, dass es ganz lustig gewesen sein muss, ne? Also das ist schon, ja, lustig, dass man da schon Party macht und feiert und so. Und ja, man wird ja drauf angesetzt auch. Mhm. Keine Ahnung. Ich kann nur eins dazu sagen, als Single-Frau geht man da auf jeden Fall nicht rein mit der Intention, ich verliebe mich jetzt in den vergebenen Mann. Das ist auf jeden Fall nicht so. Man macht seinen Job und dass dann Gefühle entstehen, das ist menschlich, das kann passieren und ist dann halt einfach für die Zeit dann dort so. Das ist gut, dass du es sagst, weil da war diese eine Frage wegen Gina. Und zwar von Resan Amara. Mich würde deine Meinung zu Gina interessieren, zum Wiedersehen, weil das kam so rüber, das verstehe ich die Frage, dass sie ihn anscheinend komplett verarscht hat. Weil in der Wiedersehensfolge so, ja, nee, wir sind nicht zusammen. Sorry, Bro. Ne? Und was denkst du darüber? Also denkst du persönlich, man kann ja auch nur vor den Kopf gucken, weil man weiß nie, was für eine Intention wirklich der Mensch dahinter hat. Und vor allem derzeit lernt man den Menschen auch nicht richtig kennen, weil es ist alles, es dreht sich um TV, Fame, blaue Haken. Nein, aber, ne, und aber was denkst du? Ja, also ich persönlich kann das gar nicht so krass beurteilen, weil also in der Villa kam mir das schon so vor, als wären da Gefühle da und man hat das auch gemerkt. Also die beiden haben wirklich immer aneinander geklebt und es war auch echt schön, das auch mit anzugucken, weil es war ja schon irgendwie süß so, dass sich da was anwandelt, auch wenn man das natürlich gegenüber Sabine nicht fair war. Aber gegen Gefühle kann man einfach manchmal nichts machen. So, ne? Und am Ende ist es dann auch seine Entscheidung, wie er handelt und wie er damit umgeht. Ja, das stimmt. Und das ist dann halt nun mal so gekommen. Soweit ich weiß, haben die sich ja danach auch noch länger getroffen. Das hat sie auch beim Wiedersehen ja auch gesagt. Dass dann am Ende nichts draus geworden ist, würde ich jetzt nicht mal irgendwie sagen, dass da jetzt Gina dran schuld ist oder Mike dran schuld ist, sondern ich glaube, das sind einfach private Verhältnisse, wo keiner von uns jetzt irgendwie sagen kann, ja, deswegen ist es halt so, ne? Das kann man jetzt nicht als Außenstehender beurteilen und nicht fühlen, weil es gibt immer irgendwelche private Sachen, die dazu führen können, dass man über längere Sicht einfach sich da nicht sieht oder halt nichts draus wird. Im Endeffekt muss man auch bedenken, es ist jetzt auch lange Corona gewesen, so, wo man sich auch, sag ich mal, nur beeinträchtigt treffen konnte. Aber wenn man wirklich dann scharf aufeinander ist, dann weißt du, ich meine. Also ich habe das mir gedacht. Ich habe ja auch in einer Reaction gesagt, dass also habe ich mich drüber lustig gemacht, satirisch, dass der Redhead, wie heißt der? Mike, danke. Dass der Mike, ich und Namen, sich da in etwas verrennt. Der denkt wirklich, dass sie oder dass er und sie sich wirklich verliebt haben. Das ist äußerst dumm, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit beim Bachelor, dass ein Pärchen zusammenbleibt nach dem TV? 1 von 10. Ja, also, weil es ist im TV immer was anderes. Du bist vor der Kamera. Du weißt nicht, was der Gegenüber wirklich für Gefühle hat oder wirklich denkt, worauf er wirklich aus ist. Und schon allein das hemmt dich, um wirklich eigentlich was aufbauen zu lassen und ein Gefühl aufbauen zu lassen. Deswegen fand ich, war der Mike einfach nur dumm. Er war naiv. Er selber, wie er generell ja Sabine gegenüber sich verhalten hat, fand ich unterste Schublade. Dazu kommen wir aber noch zur letzten Folge. Weil die ganzen Bilder, das habe ich ja schon mal gesagt, die er da geliefert hat, seiner Ex-Freundin gegenüber, ist einfach unter aller Sau gewesen. Und bei der Wiedersehensfolge, wie er ihr auch da um den Hals fällt, also da hätte ich ihm am liebsten irgendwie einen Giftköder geschenkt oder so oder ausgelegt. Weil ich hatte da nur Wutgedanken und irgendwie Zerstörungsgedanken, ehrlich. Also der ist einfach nur, der ist so Fremdscham. Der ist kein guter Mensch, ich glaube. Wirklich, ich glaube wirklich, wirklich, der ist kein guter Mensch. Und ich werde die Wiedersehensfolge zerlegen, completely. Completely. Ich sag's euch, ich freue mich schon. So. Genau. So. Gab es BIMs ohne Kamera? Nein. 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 Gut. Gab's nicht. Das haben wir nämlich auch festgestellt und wir nämlich auch, weil wir haben nämlich Take Me Out geguckt. Uns ist das aber nicht bewusst geworden, dass die Shirina mit von der Partie war. Und hier war dann eine Frage, du warst ja damals bei Take Me Out und hast du noch Kontakt zum damaligen Date? Ja, echt? Ja. Hast du noch Kontakt zu dem? Nee. Nein? Nee. Mm-mm. War Take Me Out eigentlich cool? Also ist das so? Ja, ist eine coole Erfahrung, ja. Wann war es eigentlich da? Boah, schon lange her, 2018? Ja, ne? Ja, aber dann haben wir die auf dem Schirm eigentlich, ja, ne? Und Was hältst du von Malisa? Was ist deine persönliche Meinung? Danach kann ich auch noch sagen. Ich wurde zwar nicht gefragt, aber ich will sie kundtun.
Ja, meine persönliche Meinung zu Malisa ist, dass sie in meinen Augen sehr naiv ist. Ja. Sie ist nicht selbstbewusst, sie ist keine gestandene Frau in meinen Augen. Mhm. So, man hat das ja über die Staffel hinweg sehr gut verfolgen können, wie niedrig ihr Selbstwertgefühl in meinen Augen ist, weil sie halt immer wieder auf uns eingetroschen ist mit ihren Aussagen, ihrer verbalen Sprache, von wegen dieses ganze Slut-Shaming, dieses Body-Shaming direkt in der ersten Folge. Das fand ich auch krass. Ja. Mir auch währenddessen auch oft aufgefallen, wo ich auch einmal gesagt, Entschuldigung, ich das unterbreche, wo ich einmal gesagt habe, Manisa hat gesagt, man will ja mit dünnen Frauen oder mit dünnen Frauen, ja, die sind ja nicht zum Heiraten. Hä, wo ich auch gesagt habe, sind nur die Dicken zum Heiraten oder was? Was soll das denn, ne? Ja. Ja, ja, und mir auch, halt auch aufgefallen. Ja. Und sie ist halt auch in meinen Augen nicht reflektiert. Also sie kann sich und die Beziehung halt gar nicht reflektieren. Und egal, was Fabio machen würde, sie würde ihm alles verzeihen. Und das zeugt halt wirklich von sehr wenig Selbstwertgefühl und Selbstliebe. Und das finde ich sehr schade. Mhm. Denn ich muss dazu sagen, ich meine, jeder sieht und sieht, dass wir uns nicht gut verstehen. Mhm. Aber sie wäre an sich jetzt optisch betrachtet nicht mal so eine unattraktive Frau, sorry, wenn sie nicht so einen ekelhaften Charakter hätte. Mhm. Weil der Charakter macht sie halt einfach dann hässlich. So. Mhm. Das ist halt einfach so. Also so, wie sie halt mit anderen Menschen umgeht. Und in welchem Punkt zum Beispiel? Wie sie halt so redet, meinst du? Genau, dass sie halt statt irgendwie sachlich irgendwas zu sagen, dann einfach die Schuld bei anderen sucht und die halt direkt beleidigt. Das ist mir auch aufgefallen. Also man hat das ja wirklich gesehen, so, ich wäre ja an allem schuld und wegen mir war sie verletzt und wegen mir hat sie gelitten, wo ich mir halt dachte, wegen ihm, also nicht wegen mir, sondern ich bin ja nicht mit ihr in einer Beziehung. So, ja, ne? Richtig. Das war, also sie ist halt wirklich gar nicht reflektiert und sucht immer die Schuld bei anderen. Und ja, das ist mir halt aufgefallen. Sie tut mir halt ein bisschen leid, ne? Ja. Zu sagen. Ja, das ich glaube, die ist gefangen da in sich selber. Ja. Das ist auch meine persönliche Meinung. Die Meinung haben auch viele, dass das wirklich nichts mit Selbstbewusstsein zu tun hat, dass sie so stark ist, dass die Beziehung halt noch zusammen ist, finde ich auch. Also es ist völlig aus dem Himmel hergegriffen und ich finde das, und das habe ich auch schon ganz oft gesagt, ein Stück weit auch gefährlich für junge Frauen oder für Mädchen, die das mit Liebe assoziieren, Liebe so viel mit sich machen zu lassen, weil das Ding ist, dass sie nicht glücklich ist, habe ich auch schon oft gesagt. Die ist so oft hysterisch, so oft weinen hat sie da und so oft rumgeschrien. Und das ist ja offensichtlich kein Glück, keine Happiness, keine Big Love. Ne? Mhm. Oder, ne? Und das ist praktisch suggeriert, dass das normal ist dann. Dass das normal ist, dass man leidet, weint, dass man kämpft, dass man hysterisch wird, wenn der Partner... Und das ist ja gefährlich für die jungen Frauen. Das heißt... Weil ich auf meinem Kanal, da geht es hauptsächlich darum, zu erklären, dass es nicht normal ist, so zu leiden. Nicht punkto Malisa, sondern allgemein in Beziehungen, dass man von Männern, ne, dass man generell von Menschen sich nichts gefallen lässt, was nicht fair ist. Ne? Und dass man eine Beziehung führen kann, ohne Heulen, Hysterie, Streit, Stress, Kompromisse on fleek. Weil das uns nicht glücklich macht. Ja, und dafür plädiere ich und dafür kämpfe ich, dass Frauen eine glückliche, eine schöne Beziehung, einen Mann finden, der sie wirklich glücklich macht. Und dann kommt eine Malisa daher und macht Happy Love Pictures da auf Instagram. Sorry, ich muss mal kurz aufpacken. Macht er Happy Love Pictures. Oh mein, unsere Liebe ist so echt und wir stehen zu 100% zueinander. Love, love, love. Mhm. Und ich denke mir einfach nur so, Junge, du bist doch älter vor die Wand gelaufen. Das ist doch... Und dann 89 Likes. Und ich denke mir, 89 Frauen finden das also als völlig normal, so eine Beziehung zu führen. Ja, Prost, Mahlzeit. Na, also das ist so schade, das ist wirklich... Und dann kommentiert sie da auch noch immer unter diesen Promi-Flash-Posts und bei Temptation auch so. Und dann denke ich mir immer so, halt lieber bitte den Mund, weil das... So sorry, also nee, jetzt lernst du mich total, mal live so kennen. Kann ich total verstehen, auf jeden Fall. Also das ist halt auch keine Vorbildfunktion. Du kannst ja nicht auf Instagram die perfekte Beziehung da vorzeigen und dann sieht man Temptation und das ist das komplette Gegenteil. Ja. So. Das ist keine Vorbildfunktion, ist auch irgendwo dann auch gelogen. Ja. Also man belügt sich selbst in dem Punkt, finde ich. Ja, aber was ist das Beste war ja, das beste Kommentar. Man hat total gesehen beim Lagerfeuer, wie sehr ihr euch liebt. Und ich dachte mir so, was hast du da gesehen? Aber das haben so, wir das Gleiche geguckt? Ja, die Folgen davor und so. Ja, weil da sieht man mal, dass Menschen echt verschieden sind und dass es doch welche gibt, die das einfach als Liebe assoziieren. Ja. Aber
ja, es ist schade und ich kann es euch immer nur wieder sagen, that's not real love. Ja, ja, also das sieht ihr eigentlich 80% der Blinden mit Krückstock sehen das. Ne? Also. Nun ja, so, kommen wir zur letzten Frage. Hattest du Schuldgefühle, auch wenn Fremdgehen die Schuld des Vergebenen ist? Das ist eine gute Abschlussfrage. Hattest du letztendlich Schuldgefühle, weil Malesa gibt dir ja completely die Schuld dafür, dass sie durch die Hölle gegangen ist? Hattest du Schuldgefühle? Also, ich würde jetzt nicht sagen in Bezug auf Malesa und Fabio. Ich würde sagen, ein ganz kleines bisschen. Das hängt dann aber damit zusammen, dass man halt einfach dann auch Team Frauen ist. Ich habe halt mit den Frauen teilweise mitgefühlt. Und natürlich waren wir alle nicht begeistert davon, dass die Männer so sind. Man hat natürlich das Beste aus der Zeit gemacht. Man hat gefeiert, man hat getrunken, man hat seinen Job gemacht. Aber letztendlich hat man immer daran gedacht, dass eine Person verletzt wird. So. Aber im Endeffekt weiß man halt, worauf man sich einlässt, wenn man da hingeht und muss halt damit rechnen, dass halt sowas passiert. Und dann am Ende, wenn halt wirklich was passiert, dann trifft mich auf jeden Fall nicht die Schuld, weil dann hat ihr Mann, also dann hat der Mann halt den Treuetest nicht bestanden. Ja. So. Aber mir tut es natürlich leid für die Frauen. Also ich würde es nicht sagen Schuldgefühl, ich würde eher sagen Mitgefühl mit den Frauen. Ist gut gesagt und das ist nämlich der springende Punkt und das obligatorische Schlussplädoyer meinerseits. Das ist ja eine Show, wo die Paare bewusst sich entschieden haben, da sind 10, 12 Verführerinnen RTL, wir machen das mit. Ich möchte, dass wir getestet werden. Sie geben, also sie wissen, worauf sie sich einlassen. Das ist ein Unterschied zu einer moralischen Sache, wenn ich privat einen Mann kennenlerne und der sagt mir am zweiten Date, der ist verheiratet. Ich mache direkt die Biege. Ja. Und das ist moralisch genau richtig und das sollte jeder tun, wenn man sich mit einem verheirateten Mann einlässt. A, leidet man selber nur wie ein Idiot, weil er wird seine verheiratete Olle eh nicht verlassen. Und B, ist das moralisch wirklich verwerflich der Frau gegenüber. So. Aber in dieser Sendung haben alle gewusst, worauf sie sich einlassen, gewusst, dass es Verführerinnen gibt und dass da drüben die Luzi abgehen wird und dass es der ihren Job ist, dann kann man sich danach nicht drüber beschweren, dass sie ihren Job getan haben. Und das fand ich bei Malesa halt oft so auch, wie die da drüben abgehen und das ist doch nicht mehr normal. Ja, ich habe auch oft gesagt, da drüben Junge. Was geht da ab? Ne? Fand ich auch krass im Gegensatz zur Staffel davor. Ne? Aber es war klar. Ja, also, dass hier mit der Erotik gespielt wird oder mit der Verführung gespielt wird, weil alles andere bringt ja auch keine Einschaltquoten. Aber darf ich kurz was zu dieser Szene sagen? Weil das war genau die Szene, wo sie dann auch noch dazu gesagt hat, wegen solchen Frauen werden unsere Männer so, gut, weißt du noch? Ja, das ist ja natürlich. Genau, und das war der Punkt, wo ich das gesehen habe, wo ich mir dachte, Malesa, stopp. So. Ja. Also sowas zu sagen, dass die Männer wegen uns so werden, obwohl wir unseren Job machen. Ja. Also ein wirklicher Mann, der seine Frau aufrichtig liebt, der kann da drin in dieser Villa sein und es passiert trotzdem gar nichts. Richtig. So, dann siehst du den halt einfach oft auf den Bildern, wie er da in der Ecke sitzt und alleine was trinkt oder mit einer Frau sich ganz normal unterhält. Aber du siehst den nicht irgendwie krass mit Party machen und anderen Frauen auf den Arsch klatschen oder Arm in Arm oder sonst irgendwas. Genau. Das passiert dann nicht. So ist es. Das war eine Staffel davor nämlich. Da waren Pärchen, die sind zwar nicht mehr zusammen, ne, aber der Typ hat einfach nichts gemacht. Der hat einfach nur Augen für seine Frau gehabt. Und das ist halt wirklich so. Ne? Und da muss man diesem anderen Redhead, der Narzisst, ihr wisst, ich habe eine Antizipation seinen Urgroßvater gegen den und dessen Urgroßvater nochmal, aber der hat keine, auch wenn er frauenfeindlich und menschenfeindlich war, aber der hat keine von euch angemacht, oder? Hat er das? Nee, mit der Kamera? Wie Michael gesagt hat, den Treue-Test auf Temptation Island hat er mit 1+ bestanden, aber das ist halt auch das Einzige. Ja, genau, deswegen, den Rest blenden wir aus. Aber ja, das stimmt. Ne? Ja. Also, das ist genau der Punkt und das darf man einfach nie vergessen. Und da war auch die letzte Frage, also das Eins, was würdest du Malesa mit auf den Weg geben? Das kannst du jetzt sagen, währenddessen ich das auch noch sage, Malesa mit auf den Weg geben, das habe ich schon x-mal gesagt. Wenn sie nicht gewesen wäre, wird es eine andere Shirin sein, die diesem Bild entspricht. Weil der Typ, dein Typ, Malesa, dein Mann, ist einfach, das ist sein optisches, das will er. Das heißt aber, wenn sie es nicht ist, ist es im Club nächste Woche jemand anderes. Oder im Restaurant. Oder auf Instagram jemand anderes. So, also das ist dein Mann das Urproblem und nicht die Frauen an sich. So, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Also ich würde Malesa auf jeden Fall auf den Weg mitgeben, dass sie sich ein bisschen mehr Selbstwertgefühl und Selbstliebe und Selbstbewusstsein aneignet, weil es wirklich sehr, sehr schade und traurig ist zu sehen, wie sie
das alles nicht hat, weil sie halt so krass drunter leidet. So. Mhm. Und das sieht man halt einfach. Ja, so. Ja, das sieht man. Und ja. Dass sie halt einfach auch sich besser reflektieren kann in Zukunft und halt auch mehr darüber nachdenkt, okay, wer hat jetzt hier den Fehler gemacht? Wem kann ich irgendwie die Schuld geben oder wem kann ich da was dazu sagen, so, und nicht irgendwie immer den anderen so die Schuld geben zu wollen. Und am allermeisten... Das macht dir extrem, ist mir auch aufgefallen, auch bei der Wiedersehensfolge, ne? Die gibt extrem anderen die Schuld. Und am allermeisten würde ich ihr auf jeden Fall gerne mitgeben, dass sie die Beleidigungen und das Bodyshaming und so weiter alles am besten unterlassen sollte, weil das macht sie halt einfach meiner Meinung nach persönlich im Fernsehen unsympathisch und auch unattraktiv vom Charakter her. Also das verstehe ich halt nicht, dass sie das auch macht, weil selber ist sie ja, also ich habe schon mal gesagt, ich finde sie nicht dick. Sie hat mehr vielleicht als der Durchschnitt auf den Rippen. I don't know. Also ich persönlich finde sie naja noch nicht mal übergewichtig oder so, aber sie entspricht jetzt vielleicht nicht. Ich bin auch dicker als du, aber ich bin jetzt der Durchschnitt, so würde ich mich einschätzen. Kleidergröße 36, 38, ja. Das hat sie vielleicht nicht. Und deswegen, viele kritisieren sie deswegen. Oder sie hat ja selber gesagt, dass sie für Frauen einsteht, curvy Model, dass sie das Body Positivity und so eine Kacke. Nichtsdestotrotz hat die sich das Fett absaugen lassen, ne? Überall. Aber gut, anderes Thema, also, wo ich auch dachte, so, what the hell, warum macht sie das jetzt? Macht doch curvy Model und will Body Positivity. Ja. Und betreibt dafür aber selber Bodyshaming gegenüber Frauen, die dünn sind oder die gut aussehen in ihren Augen oder die sich, keine Ahnung, nicht wie ihr in ihren Augen halt richtig verhalten. Ja. So Slutshaming und so ala, ne? Das fand ich auch. Fand ich auch ein bisschen. Also ich mache das ja auf YouTube öfters, das sind Witze, das sind satirische Witze. Aber das ist immer noch ein Unterschied, wie wenn jemand wirklich beleidigt. Die hat ja auch in der Wiedersehensfolge irgendwas zu dir gesagt, dass du wie ein Hund oder so, ne? Dass ich wie so ein kleiner Hund ihm hinterhergerannt bin, dass man das in den Videos gesehen hätte. Und so. Ey, du hast mir einen Screenshot eben gezeigt, ne? Ja. Gib mir den mal. Ach so. Wir können den aus rechtlichen Gründen, können wir den nicht einblenden oder bis wir das einblenden müssen, das zensieren. Aber ich kann das, oder wir können das mit unseren Worten so wiedergeben und ich kann bestätigen dann, was hier so steht. Mhm. Also was war eigentlich der Hauptpart, worum es ging? Weil Malisa hat ja gesagt, wir wollten eigentlich schon lange zum Ende kommen, ne, zum Video, aber egal. so sind Frauen. Malisa hat ja gesagt, dass sie alles mitgelesen hat und gehört hat. Ja. Was denkst du darüber? Hat sie wirklich alles gehört und gelesen? Das erste Mal, als er mir geschrieben hat, ich betone das erste Mal, hat er natürlich schon so geschrieben, dass es auf jeden Fall also man hätte es lesen können als Freundin, weil es war sehr unscheinbar und sehr, kann man mitleben, ja. So aber quasi. Er hat jetzt erst das geschrieben, hat mir jetzt generell. Geschrieben, genau. Da frage ich mich auch. Die hat doch vor dem Lagerfeuer, hat die doch gesessen und hat gesagt, du hast mit ihr nie wieder Kontakt mit der Frau, die ist so böse. Und dann schreibt der schreibt er dir? Wie lange nach der Sendung war das eigentlich? Das war so ein paar Wochen danach. Dann schreibt er dir einfach? Aber das ist doch auch okay, oder wie? Ja. Hä? Ja, aber ich habe doch alles gelesen, sagte Malisa. Ich habe, nein, deswegen ist das in Ordnung. Ich habe alles gelesen. Ja, aber hör mal zu. Du hast am Lagerfeuer doch ein Fass aufgemacht wegen, und jetzt, also, da passt doch wieder was nicht. Das ist halt, das ist leider so, mir kommt das so rüber, als wenn das wirklich so dieses, er kann alles machen, aber ich werde immer bei ihm bleiben. Also ist halt, also so klingt das, weil er hat Regeln und Abmachungen gehabt von der ersten Folge an. Mhm. Und er hat die öfter überschritten. Ja, und genau. Auch, und ist darüber hinaus noch über Temptation Island, über Kontaktverbot beziehungsweise über eine Abmachung gegangen, die ich hätte machen können. Und trotzdem tun sie einen auf Perfect Couple. Das stimmt, die haben ja auch gesagt, er hat ja auch in diesem Lagerfeuer gesagt, okay, wenn sie das nicht möchte, dann keinen Kontakt mehr. Genau. Und was halt auch so der Punkt bei mir war, zum Beispiel in der ersten Folge, warum es dann auch zwischen Malisa und mir direkt so, sage ich mal, ein bisschen abgegangen ist, war halt, weil sie halt meinte, ja, es gibt Abmachungen. Wo ich aber halt der Meinung bin, warum geht man denn mit seinem Partner zu Temptation Island und muss Abmachungen machen? Wenn man eine gesunde, ehrliche Beziehung führt mit Liebe, dann brauchst du deinem Partner doch keine Regeln setzen. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, sondern er muss von selber das doch so drauf haben und absolut. Auch wissen, wo die Grenzen sind. Absolut. Da brauchst du es doch nicht noch extra sagen. Und da ist eigentlich schon für mich so der Punkt gewesen, wo ich sage, die Beziehung ist für mich zum Scheitern verurteilt, weil das für mich keine ehrliche, aufrichtige Liebe ist in dem Punkt. Sonst würde ich meinem Partner zu 100% vertrauen und würde sagen, ey, du kennst deine Grenzen und gut. Ja. Wir brauchen keine Regeln. Ja. Du weißt, was du machst, du machen darfst und was nicht. Sehe ich genauso. Aber so war das ja nicht. Mhm. So, Abmachung hat er ja trotzdem überschritten. Hat er ja trotzdem nicht eingehalten und sie ist trotzdem noch da. Genau, die war ja auch nicht, dass du nicht übernachten darfst, zum Beispiel mit ihm im Bett und so. Hat er trotzdem gemacht. Ne? Ja. Und
Die Abmachung war auch, die dürfen keinen Kontakt haben, habe trotzdem gemacht, ist auch egal. Genau, und dann kommen wir wieder zu dem Thema Kontakt. Also er hat mir dann einmal eine kleine Nachricht geschrieben, wo er auch bei der Wiedersehensfolge gesagt hat, ja, es war nur eine kleine Nachricht, um noch ein paar Sachen so abzuklären, beziehungsweise ein paar Sachen klarzustellen. Mhm. Hat dann auch so ein paar Sachen geschrieben, wie zum Beispiel, ja, Malisa war schon sehr verletzt und sie musste ins Krankenhaus wegen unseren Aussagen und so. Echt, zeig mal, steht das da? Dass ich das nur bezeugen kann, nur damit ihr das auch wirklich, ne, dass das jetzt erzählt, dass ich, dass sie nicht als Lügnerin dasteht. Ich werde das wirklich dann bezeugen. Hier. Ach du Scheiße. Also er hat in den Nachrichten halt so, also er hat erstmal so angefangen wie so, also halt so Smalltalk, ne, wie man das halt so, wie geht's und so. Und dann wollte er halt so, ja, ich wollte halt noch mal so ein bisschen, so ungefähr, ne, ich wollte mal so ein bisschen wissen, ja, was du da beim letzten Lagerfeuer noch so gesagt hast in den Videos. Ich habe die ja selber nicht gesehen, ich wusste nicht, was er meint. Deswegen habe ich dann auch noch mal so nachgefragt, was meinst du so? Ja, und dann hat er mir einen ganz langen Text geschrieben, wo er meinte, ja, Malisa musste ins Krankenhaus und das ist ihm alles so wichtig, die Beziehung, aber... Ja, der erste Satz ist doch schon alleine, also dass ich umschreibe das jetzt rein rechtlich, das sieht theoretisch so krass gelitten hat, dass sie wirklich ins Krankenhaus musste. Aber sie ist doch so happy und das ist doch alles in Ordnung. Also ich verstehe das. Und zieh dir mal rein, warum schreibt er das zu mir? Weil er mir die Schuld dafür geben will. Voll! Weil warum sollte es mich jucken? So, aber damit das mir sagt, so denkt er so, okay, dann kann ich ihr jetzt sagen, dass sie daran schuld ist, dass sie... Es ist das Letzte. So, das und dann kam halt noch so ganz viel anderes, so mit den Dates und so. Und dann hat er auch gemeint, er fand mich von Anfang an hübsch und wir haben uns auch gut verstanden bei den Dates. Er hat mich, also ich bin ihm nicht egal, deswegen hat er auch Zeit mit mir verbracht. Aber er hat auch gesagt, er möchte für seine Beziehung kämpfen und so weiter. Das war auch alles schön und gut für mich. Was mich nur gestört hat, war, dass er halt, dass ich gesagt hätte, dass ich mich in ihn verliebt habe, wie ich darauf komme. So, erster Punkt, ich habe halt nie gesagt, dass er sich mich verliebt hat. Stimmt, ich habe immer nur gesagt, dass er Gefühle aufgebaut hat. Und das habe ich ihm versucht, auch in den Nachrichten klar zu machen. Mhm. So, da habe ich auch gemeint, das habe ich nie gesagt. So, wie kommt der auf sowas? Und dann ist auch lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich ein paar Sprachnotizen gemacht, weil mich das so aufgeregt hat, dieser lange Text. Ich habe dann ein bisschen ausgerastet. Ich meinte einfach nur so, ganz ehrlich, was willst du mir jetzt damit sagen, dass ich daran schuld bin? So, und dass du das jetzt auch alles hier leugnest, so, dass du das alles nie zu mir gesagt hast und so. Ich bin halt echt ein bisschen hochgefahren, weil ich mir halt echt dachte, so, was willst du mir jetzt damit sagen? Und dann meinte er so, ja, er möchte halt meine Seite hören und ich bin ja auch nicht dumm und er wollte mich nicht verletzen, aber er wollte deswegen dann Abstand. Ja, allerdings habe ich dann den Kontakt abgebrochen. Also ich habe dann in der letzten Sprachnotiz gesagt, ich möchte keinen Kontakt mehr mit dir haben. Für mich ist das Ding abgeschlossen. Dann hat er noch irgendwas darauf geschrieben, was ich verstanden habe. Darauf habe ich dann nicht mehr geantwortet. Und ein paar Wochen später hat er mir dann nochmal geschrieben und das ist nämlich der Punkt. Bis dahin hat Malisa auf jeden Fall gelesen, weil da hat er ja nur gut über sie gesprochen und hat gemeint, er liebt sie ja so und bla bla bla. Wahrscheinlich, weil er auch wusste, dass sie das lesen wird. Was soll er denn sonst schreiben? Er kann nicht schreiben, ja, ich habe Gefühle für dich gehabt, das stimmt, du hast recht gehabt und so. Ja. Ne? Nochmal das bestätigen. Aber er hat alles, was er danach dann nochmal geschrieben hat, also dann nochmal die eine Nachricht ein paar Wochen später, hat sie auf jeden Fall safe nicht gelesen. Und zwar hat er da geschrieben, hallo Shirin, ich wollte halt so ein bisschen wissen, wie es dir halt so, ob es dir gut geht, wie es dir geht und so, ne? Und das stimmt. Also er hat ihr wieder geschrieben, ich sehe es. Ja. Datum und Uhrzeit. Ja. Und dass er sich halt auf die Ausstrahlung der Staffel halt freut und so, ne? Und ich habe halt wirklich ganz kurz und knapp darauf geschrieben, sowas wie, hallo, alles super bei mir, vielen Dank, Punkt. Und dann habe ich bin halt nicht darauf eingegangen, wie es ihm geht oder dass ich mich auch freue, weil ich einfach damit abgeschlossen habe. Ich wollte mit diesem Mann keinen Kontakt mehr haben. Und daraufhin hat er mich dann blockiert. Aber er hat mich halt so blockiert, wahrscheinlich auch damit, dass Malisa zeigen kann, ja hier, alles blockiert und so. Hat mich aber zwischendurch immer mal wieder entblockiert, um halt so zu gucken, was für Storys drin hat und so. Und dann hat er mich wieder blockiert. Das ist mir nämlich einmal kurz aufgefallen, da hat er wahrscheinlich vergessen, mich wieder zu blockieren oder hat so ein, zwei Tage gestalkt in meinen Instagram-Stories und dann hat er mich wieder blockiert. Junge, was soll man dazu sagen, ne? Ich bin sprachlos, also das ist so... Ich bin sprachlos. Ich freu mich gleich auf die Reaction mit der Wiedersehensfolge, weil da ist, also mir fehlen die Worte. Also ich habe das jetzt auch selber gesehen, so. Das, also alles richtig, was sie sagt. Und dass er sich wieder gemeldet hat, ist auch richtig, was sie sagt. Das stimmt, ich habe das gesehen mit Datum und Uhrzeit. Und ja, also, das ist einfach ein Typ, der geht einfach nicht.
Der lügt einfach 24/7. Ne? Also so ist meine Ansicht und meine Meinung. Und ja, vielen Dank, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Das Video ist länger, als wir gedacht haben. Aber ich weiß, ihr mögt das, vor allem meine Zuschauer, für alle, die neu sind. Meine Videos sind immer so lang, sind lange unterhaltend, wenig gecuttet, weil mir wichtig ist, dass die Authentizität bleibt, Freunde. Ja, dann machen wir Pause, drehen gleich die andere Reaction zusammen ab und das Video kommt dann in den nächsten Tagen eben online. Vielen Dank fürs Zusehen. Bewertung fürs Video wäre super. Abonnieren ist kostenlos. Das wisst ihr ja. Das, und da unterstützt ihr den Kanal. Ich hoffe, die Videos werden mal grün, damit wir ja ein paar Euro verdienen. Und ja, dann vielen Dank und dann hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.